da 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 die Hände. Bap da 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 die Hände. Bap da 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 Lyrics. Meine Freundin ist ein bisschen geisteskrank. Der Kleiderschrank ist höher als mein Kontostand. Endlich alle ihre Sachen im Depot bei der Bank. Der riecht wie Rockefeller, niemals abgebrannt. Meine Freundin ist ein bisschen geisteskrank. Der Schulstand ist höher als mein Kontostand. Endlich alle ihre Latschen im Depot bei der Bank. Der riecht wie Rockefeller, niemals abgebrannt. So gesehen ist sie wirklich ganz der Liebe. Obwohl es Tage gibt, da erwacht ihre Triebe. Sie zieht eine Miene, als wir die Welt heruntergehen. Und nimmt mich an der Hand, als würde sie von mir her die Züge nehmen. Überredet, dann geh ich eben mit ihr raus. Sage ciao, um bestimmte Zeit zu meiner Couch. Noch in der Tür frage ich sie, wo willst du hin? Und sie sagt, du mal schau, ich hab nichts anzuziehen. Meine Freundin ist ein bisschen geisteskrank. Der Kleiderschrank ist höher als mein Kontostand. Hätte ich alle ihre Sachen im Depot bei der Bank. Hätte ich wie Rockefeller niemals abgebrannt. Meine Freundin ist ein bisschen geisteskrank. Der Schulstand ist höher als mein Kontostand. Hätte ich alle ihre Latschen im Depot bei der Bank. Wäre ich wie Rockefeller niemals abgebrannt. Eigentlich wollte ich gerne in den Plattenladen gehen. Ich mein, Frau, mit der Beratung ab, wir sind wie so viele an den Samstag mitten in der City, die Hasen am Haken schlagen. Sie sollte es besser mit einer Freundin beratschlagen, wenn ich sag, das steht ihr nicht, wie sie es trotzdem haben. Und so geht's vom Mann zum Mann, dazu wechseln wir als wieder Touren ein voller Rett, ich dann etwa Taschen tragen. Meine Freundin ist ein bisschen geisteskrank, ihr Kleiderschrank ist höher als mein Kontostand. Hätte ich alle ihre Sachen im Depot bei der Bank, wäre ich wie Rockefeller niemals abgebrannt. Meine Freundin ist ein bisschen geisteskrank. Ich meine aus Stress, seid ihr noch da? Anschluss gesetzt, noch eine Hose und Top auf die Pelpe Park gesetzt, alles auf den letzten Drücker, nichts wie raus aus dem Geschäft, in die S-Bahn oder besser in den Güterzug gequetscht. Ey, wir sind zurück, wie vom Mount Everest. Sag, sie ist abgehetzt, als sie sich zu mir auf die Couch setzt. Sie ist so süß und wir werden ganz intim, als sie sagt, Schatz, ich hab nichts auszuziehen. Wo sind die Hände hier? Dankeschön, vielen Dank, ja, yeah.